Ja, wir sind hier in Berlin am Townsend Nummer 6. Ich habe hier einen wunderbaren großen Laden von der Hausverwaltung zur Verfügung gestellt bekommen, um meine große Zeichnung mit 120 Metern zu erstellen und anschließend zu zeigen. Ja, das ist sozusagen das große Anfangsbild mit Berlin. Ich habe mich da mal ein bisschen drauf eingelassen, auf Berlin-Motive. Hier ist das Brandenburger Tor. Die Lady zeichnet oder erstellt dieses Brandenburger Tor. Und im Hintergrund schemenhaft wächst das Brandenburger Tor nochmal aus ihrem Körper heraus, aus ihrem Geist. Ich habe normalerweise Motive aus den Filmen und benenne die Schauspieler aber nicht. Sonst fragt jeder, wer ist denn das? Aber es sieht ja auch gar nicht so aus. Nein, mir geht es eher darum, allgemein das Prinzip. Das Thema ist immer der allgemeine Blick, die Überlegenheit der Frau, als Bild, natürlich nur als Bild, und die Zusammensetzung aus vielen unterschiedlichen Medien. Das ist grundsätzlich das Thema und nicht so sehr das Porträt. Wer ist denn das? Sonst ist der allgemeine Zuschauer will immer genau wissen, wer ist denn das jetzt ganz genau. Manchmal habe ich Porträts drin, wie meine chinesische Freundin oder auch Betty Boop als Comicfigur. Das passiert auch, aber das möchte ich nicht direkt haben. Das ist eigentlich muss als Bild funktionieren, nicht als Porträt. Digitalität, wenn man es so ausdrücken kann, zurück in die Realität, in die monströse, übergröße, erscheinende Realität. Also wir haben körperlich damit was zu tun. Wir stehen davor als Person und sehen uns im Verhältnis zu den Figuren. Darauf kommt es mir an. Natürlich ist es hier in dem riesigen Raum auch eine Fernwirkung. In der Ferne erscheint natürlich alles etwas kleiner, dann tritt man näher, also man muss sich tatsächlich physisch dahin bewegen, merkt man überhaupt erst die entsprechende Größe. Man sieht alles nur noch in so einem Art Handyformat oder größtenteils Computerbildschirmformat, und ich möchte gerade meine eigene Körperlichkeit dem gegenübersetzen, also das Erstellen der Arbeit fordert natürlich meine Körperlichkeit heraus, und das mag ich sehr gerne. Also ich muss echt physischen Einsatz bringen. Und dann, das steht im Gegensatz zu der visuellen Größe. Das heißt, wie gesagt, die Fernsicht, da schrumpft alles wieder und setzt sich in unserem Kopf wieder als kleines oder großes Bild zusammen. Also es geht immer um Nähe, Entfernung. Ja, das ist relativ dünne Baumwolle, die für Theater eigentlich hergestellt wurde. Es gibt sehr große Breiten. Man kann auch in 60 Meter Rollen bestellen und kaufen. Und ich finde dieses dünne Material eben auch wunderbar. Gleichzeitig sind die Lappen, so nenne ich die immer, relativ locker gehängt. Also sie sind nicht aufgespannt wie normale Bilder, sondern sie sind hängen relativ lässig herunter. Es erinnert ein bisschen an chinesische Rollbilder, auf Papier natürlich sind die, die auch nicht aufgespannt sind, sondern locker runterhängen, und daran erinnert das ein bisschen. 2009 bin ich das erste Mal in China gewesen, und ich fand auch schon immer die Kultur hochinteressant, viel älter als die europäische Kultur, mit der Kalligrafie natürlich, mit den auch schwarz-weiß hauptsächlich Zeichnungen, Malereien, fand ich immer hochinteressant, und ich
war immer ein bisschen, muss ich sagen, neidisch über das ganze Können und die ganze Kultur und den ganzen Background, der dahinter steckt, war ich immer ein bisschen neidisch und wollte das auch immer. Schon seit ich noch ganz jung war, wollte ich das immer versuchen. Ein bisschen Konfuzius gelesen und solche Sachen. Und irgendwann habe ich zwischendurch natürlich Leinwandbilder gemalt mit Öl, schön bunt. Und jetzt wollte ich nur für dieses Mal, für diesen Zeitraum, diese Anmutung haben, diese lockere, auf lockerer Baumwolle, nicht gespannter Baumwolle gezeichneten Motive. Ja, diese Rollbilder haben meistens auch so, genau so eine Haptik. Also das heißt, sie sind transportabel, nicht wie aufgespannte Leinwandbilder, sondern sie sind gerollt, sie sind locker, hängen locker. Und im Nachhinein werde ich das natürlich auch aufrollen, diese 4 Meter Leinwände, sodass sie auch für mich transportabel sind. Vielleicht auch sogar nach China, muss ich mal sehen, das funktioniert. In dieser Zeit weiß man das ja nie so genau. Politisch kann man sich jetzt noch ganz lange darüber unterhalten, aber mir geht es mehr um die Kultur in China, die ich nach wie vor hochinteressant finde. Die Künstler, die ich in China kennengelernt habe, sind unglaublich offen und neugierig. Ja, waren sehr neugierig auf erstens westliche Kultur und was hier so passiert. Ich habe einen regen Austausch zwischen Berlin und Shanghai vor allem. Also wir wechseln uns ab mit den Ausstellungen. Ich stelle da aus und Chinesinnen haben auch bei mir ausgestellt. Was immer wirklich eine ganz tolle Geschichte ist, weil der Umgang komplett anders ist. Finde ich total spannend. Also viel lockerer, nicht so konzeptuell, wie es hier passiert. Also hier wird alles sehr konzeptuell auseinandergedröselt. Das sollte man machen, das darf man nicht, man muss reduzieren und so weiter. Und dort spielt eine alte Kultur noch eine viel größere Rolle. Also man nimmt eine Tradition noch mit in die Bilder und hat da einen Austausch mit diesen alten Situation. Und das finde ich sehr spannend. Wir gucken hier aus einer Höhle heraus, in der die Römer ganz archaisch gefeiert haben. Mich hat dabei aber interessiert diese strenge Architektur mit dieser weiten Landschaft. Hier gibt es Figuren, die so ein bisschen die Entfernung oder Größenverhältnisse darstellen. Das Ganze habe ich im Gegensatz zu dieser Großskulptur versucht zu konstruieren. Eine Amazone auf der Löwenjagd und wir sehen hier in der Untersicht ein großes Pferd. Da oben ist der Löwe, ein bisschen zu sehen. Und auch hier versuche ich Realität und Skulptur, die wiederum durch mehrere Medien gegangen ist, zusammenzubringen. Das sind assoziierte Sachen, gut gesagt, die später noch zusammengefügt werden, inhaltlich oder formal. Meistens, ich werde wahrscheinlich formal alles nochmal ein bisschen zusammenfügen, um eine fortlaufende Geschichte zu herzustellen. Keine Ahnung, ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind es jetzt erstmal Blickpunkte, die erstmal schlaglichtartig Situationen zeigen. Später kommt die Geschichte. Ja, auch das ist Filmstil 20er, 30er, 40er Jahre. Ich will mich da gar nicht so festlegen, weil ich lauter Filmstils durcheinander würfle. Hier begegnen sich zwei große Ladies auf einem Bild aus unterschiedlichen Filmen. Und
das fand ich so für meinen Kopf so völlig interessant, dass sie aus völlig unterschiedlichen Filmen sich die Blicke zuwerfen und sich ein bisschen skeptisch beäugen. Der große Leerraum, finde ich auch ganz, ganz spannend. Der zeigt nochmal tatsächlich die Distanz zwischen beiden. Das nächste Bild ist hier Szene aus dem Pergamon-Museum, die ich eben auch fotografiert habe und angedeutet durch ein paar Linien. Hier gibt es wildes Kampfszenen. Im Grunde genommen, das Pergamon-Museum ist für mich der Kampf der Götter gegen die Giganten. Das heißt, für mich ist das der Kampf des Geistes gegen die Körperlichkeit. Von dem Pergamon-Museum sieht man hier noch ein Fragment einer Göttin, die ein bisschen die nicht so richtig gelungen ist. Aber dem gegenübergesetzt habe ich jetzt eine Telefonistin. Die Telefonistinnen sind, die tauchen später nochmal auf, für mich ganz spannend, weil ich hatte eine Freundin und die hat immer telefoniert und sie hatte so einen entfernten Blick und ich war immer ein klein bisschen eifersüchtig und wusste nicht, mit wem sie jetzt so lange telefoniert. Und das Motiv der Telefonistin, das habe ich nochmal ein bisschen aufgenommen, da dieser Blick in so eine unbekannte Richtung, Entfernung, wieder sozusagen zurück in den Geist oder in den Kopf geht. Und wir stehen davor und wir wissen nicht ganz genau, was da los ist. Um das noch ein bisschen stärker zu betonen, diese leichte Eifersucht, oder das hat auch für mich eine leicht sexuelle Komponente mit den großen Schuhen und den gekreuzten Beinen, die uns verschränkt entgegenstehen, sitzen. Die Schuhe interessieren mich natürlich hauptsächlich von der Form her. Sie bilden zu den Beinen, Knie, wunderbaren Abschluss. Sie treten uns entgegen, im wahrsten Sinne des Wortes fast. Ich kann gar nicht sagen, was das ist, aber ich mag diese Schuhform. Nicht selber für mich, sondern anzuschauen. Sie blickt hier rüber zu dem Boxer, der so etwas unsicher seinen Boxsack hält. Auch eine Filmszene. Auch da vermischen sich wieder die Ebenen. Film, Boxer, Realität, Gespieltes und Wirkliches. Aber große Teile der Mauer sind auch zerstört oder nur partiell erreichbar. Also dies hier ist speziell touristisch und ich wollte auch extra in die touristische Situation rein. Ja, ich habe natürlich, immer wenn ich in China war, mache ich mindestens 2500 Fotos und gerade von der Mauer habe ich, 200 Fotos mindestens gemacht. Von den Leuten, die da rumlaufen und so weiter. Naja, die eine, die hintere, die guckt da diesen Ballenkamera und verlängert das. Und die, wie gesagt, da habe ich einen Fehler gemacht, irgendwie die da vorgesetzt. Und die guckt uns etwas. Auch da gibt es nicht unbedingt einen kausalen Zusammenhang, sondern eine Ebene, die sich als den Gegensatz herausentwickelt. Ja, ich hatte so einen jungen Führer, der mich da rumgeleitet hat. Und ich glaube, das war der sieht jetzt auf meinem Bild etwas älter aus, als er in Wirklichkeit war. Ich habe diesen Übergang Ost als Gegensatz zu West, also Ost, die chinesische Mauer, und hier ist Betty Boop, die mal eine Vorlage für einen Comic war. Diese kleine Figur, auch so eine sexy Figur, die
tatsächlich in Schwarz-Weiß in amerikanischen Filmen sehr oft auftritt. Sind so erste Comicfiguren als Film. Und die Schauspielerin ist die Protagonistin, die Vorlage zu diesem Comic-Idol gemacht hat. Ost meets West, auch hier wieder Entfernung und Nähe, extreme Entfernung und extreme Nähe. Auch das ist für mich wieder so ein Gegensatz, der dramatisch ist. Nein, ich habe das Bild natürlich gewählt, um hinten in 40 Metern Entfernung, wo der Eingang ist, den Besucher hier reinzulocken, reinzuziehen mit dem Blick. Man geht also in einer Linie auf diese große Figur zu. Meine chinesische Künstlerfreundin, mit der ich sehr viel zusammen gemacht habe, Ausstellungen und so weiter, gereist in China, und sie ist ständig am Fotografieren mit ihrem Handy, und die Finger waren mir ganz wichtig, ganz spannend irgendwie. Und sie fotografiert jetzt wieder Bereiche aus dem Pergamon-Museum, und man sieht plötzlich Pergamon-Museum eigentlich übergroße Skulpturen, die plötzlich zu so einer Spielzeugkulisse werden. Also auch da wieder dieser Bruch von Realität gegenüber Skulptur, das Erhabene gegen das Profane. Wan Chung. Das ist eine etwas jüngere Künstlerfreundin. Das war der allererste Versuch, mit der Kohle hier umzugehen. Tatsächlich gut fixiert. Ist ein bisschen androgyn, das stimmt wohl. Auch da habe ich mal versucht, diesen Gegensatz zwischen Skulptur und Realität oder Film gegenüberzusetzen. Hier anschließend folgt... eigentlich ist mir das nicht sehr gut gelungen. Julio, ein Freund aus Los Angeles, der allerdings so ein bisschen wie Mao aussieht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht habe ich an Mao gedacht, obwohl ich den nicht sehr schätze. Ja, natürlich schwierige Situationen hinterlassen hat. Manche mögen ihn. Hier kommt mal eine Architekturzeichnung, auch wieder eher historisch. Das ist die Orangerie in Potsdam. Und die steht im Sommer normalerweise leer. Und ich würde gerne das große Tuch dort mal hinhängen, in die Orangerie. Also ich habe versucht, diese Architektur von der Orangerie in unser Elternhaus oder mein Elternhaus zu ziehen, hier mit dem Balkon und den Geranien. Und das war ein Foto aus den 70er Jahren. Ich pumpe gerade ein Schlauchboot aus für den kommenden Urlaub zum Ausprobieren auf unserem Rasen. Plötzlich vermischt sich eben diese Vergangenheit mit der Vergangenheit, was natürlich auch eine merkwürdige Zusammenstellung ist. Für mich auch überraschend. Aber hier habe ich nochmal einen Filmstill aus Bei Anruf Mord. Die Frau, die im Bett liegt und mitbekommt, dass ihr Mann sie ermorden will, durch einen Zufall. Sie ist traurig und aber formal fand ich ganz spannend hier, wie der Schnabel des Vogels und der Arm der Frau auseinandergehen und das Ganze gehalten wird durch diese Vogelbeine. Das fand ich eben spannend. Hier erscheint der Tiergarten als Garten, und plötzlich war das Thema irgendwie so klar mit der Schlange, Ehepaar, und dann kommt noch ein Apfel dazu, dass das so eine Art Paradiesszene ist, die aus vielen Versatzstücken zusammengesetzt ist. Also lauter unterschiedliche Medien, die plötzlich da zusammentreffen. Fand ich für mich ganz spannend. Den Apfel, es war eine Familie da und die Jungs wollten unbedingt, ja, kannst du mal einen Apfel malen? Und dann habe ich gesagt, das würde da ganz gut passen. Das ist ein kleines bisschen so ein Ausweichen der menschlichen Figur hin zu einer abstrakten Form, die aber gleichzeitig eben menschliche Ereignisse irgendwie darstellt.
das war das allgemeine Konzept dieser floralen Geschichten. Alles, was ich sehe, möchte ich auch am liebsten zeichnen, sofort, also visuell umsetzen. Nicht so sehr sprachlich, andere können das sprachlich wesentlich besser. Und es ist so eine Art Reflektieren über das, was ich erlebt habe, gesehen habe oder was mich interessiert. Ich würde gerne eine Bedeutung herleiten, aber gelingt mir jetzt noch nicht.